Du möchtest deine Mannschaft im Athletikbereich besser machen, hast aber keine Ahnung, wie das geht? Kein Problem. Sichere dir jetzt meinen kostenlosen Athletikkurs, den habe ich dir hier in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sind jetzt gerade in Überzahl. Ja, die Roten sind nur 5 Feldspieler, die haben eine 2 Minuten Zeitstrafe bekommen. Und jetzt zeige ich dir eine Möglichkeit, wie du diese Überzahl ausspielen kannst. Und zwar ist es, der Ball wird jetzt ein paar Mal hin und her gespielt und dann starten wir mit einem Auftakt, Rückraum Mitte, Kreuz für Rückraum links und der Kreisläufer ist hier, ja, es ist relativ egal, wo hier der Abwehrspieler am Start ist, aber der Kreisläufer ist ungefähr auf Torpfostenhöhe hier auf dem rechten Pfosten. Rückraum links startet in die Rückraum Mitte startet in die Kreuzung für Rückraum links. So, das heißt, hier ist die Abwehr vermutlich ein bisschen verrutscht und lässt den Außen frei. Rückraum links geht hier drauf und spielt jetzt den Ball zu Rückraum rechts rüber, der richtig schön breit geht. Ja, und in diesem Moment, wo der Ball von Rückraum links zu Rückraum rechts gespielt wird, kommt der Außen hier eingelaufen. Ja, so dass der Rückraum rechte dann hier wirklich schön breit zieht. Die Abwehr hat sich in der Zeit hierhin verschoben. Und der Kreisläufer soll hier mit dem verbleibenden, ich nenne ihn jetzt mal Innenblocker, so arbeiten, dass er auf der linken Seite bleibt. Ja, weil der wird jetzt hier, der sieht, dass der Rückraum linke ist hier, der Rückraum Mittelmann ist hier, der Außen ist hier. Der sieht, dass hier eine 2 gegen 2 Situation ist. Der muss jetzt in seinem Verständnis nicht unbedingt hier hinten noch mit hin. Ja, das heißt, diese beiden sollen sich hier aufhalten, sodass der Linksaußen hier reinlaufen kann. Ja, das heißt, deswegen zieht der Rückraum rechte hier richtig schön breit, um diese hier rüber zu ziehen. Der Kreisläufer steht hier, probiert das wegzublocken und der Linksaußen überläuft die Deckung nach hier und kann hier ganz einfach angespielt werden. Ja? Und wenn die Abwehr es so macht, dass der hier es irgendwie schafft, mitzuarbeiten und den zu verteidigen, ja, dann muss der Kreisläufer hier natürlich richtig einfach breit in der Sperre stehen, dass er hier keine Chance hat, hier rumzukommen. Ja, das heißt, es wird komplett nach hier verlagert, der Einläufer kommt mit und dann ist im Normalfall der Linksaußen, der hier rüber reingerannt kommt, frei. Wenn du das gut mit einer wirklich starken Verlagerung spielst, in einem richtigen Timing, dann kann der hier direkt angespielt werden und dann haben wir hier einen leichten Durchbruch. Wie gesagt, wenn der hier zuschiebt und die Abwehr das in diesem Fall gelöst kriegt, dann wird der Ball einfach ganz normal auf den Rückraum linken, ja, der nach der Kreuzung auf der Rückraum Mitte ist, gespielt oder zum Kreisläufer, sodass wir dann hier auf der rechten Seite ein 3 gegen 3 haben. Viele weitere Videos und spannende Inhalte rund um den Handball findest du auf meiner Homepage www.handball-hex.com. Mach's gut, ciao!